Tim ist jetzt auch schnell, Gewitter im Kopf, Alkohol, Tourette mit Alkoholbrille rein, das habe ich nämlich noch nicht gesehen. Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf unserem Kanal. Einige von euch haben uns ja schon mal gefragt. Oh, heute ein 8D-Sound, interesting. Wie ist unter Alkoholeinfluss mit seinem Tourette-Syndrom irgendwelche Dinge tun wird? Anstatt dass Jan einfach richtig wie ein Mann einen reinsäuft, wie sonst auch immer, nee, wir holen eine Alkoholbrille. Digga, lost. Und genau das werden wir mit Hilfe dieser Brille rausfinden. Also, wir werden es auf jeden Fall versuchen. Warum saufen wir nicht richtig? Mein linkes Ohr freut sich. Danke, Jan. Wir sind jetzt wollen natürlich ein gutes Vorbild sein. Jan trinkt oft. Und deswegen schütten wir uns jetzt nicht öffentlich auf unseren... Luca, warum ist hier noch Sand drin, ne, du Sau? Deswegen schütten wir uns nicht öffentlich auf unserem YouTube-Kanal zu. Vielen Dank auch Luca, der uns diese tolle Brille zur Verfügung gestellt hat. Siehst du überhaupt noch was? Das ist schon echt wild. Ich hatte so ein Ding auch mal an und ich sag's mal so, es ist echt wild. Fast. Toll, habe ich gut gesagt, oder? Moment. Sieht man, wie groß deine Augen sind? Ja, es geht alles nach oben irgendwie. Richtig weird. Wie groß deine Augen sind. Ach so. Wir haben uns auf jeden Fall einige verschiedene Sachen dafür ausgesucht. Ich will die nicht mehr absetzen. Warum? Warum? Weil das günstiger ist. Jan geht damit jetzt einfach nur noch so in die Clubs. Okay. Betty Sie, danke schön für deinen Sub, Bro. Ehrenmann, danke. Auf jeden Fall haben wir uns einige Sachen überlegt. Einmal haben wir so Eier geholt für so einen kleinen Eierlauf, den wir da gleich machen werden. Wir haben tolle uns Idee. Cool. Oh. Er trifft die Eier nicht. Wie geil, er trifft die Eier nicht. No sexual. Nein! Er denkt, er würde auf die Eier schlagen. Nein! Oh, das fickt mit seinem Kopf. Das fickt mit seinem Kopf. Die soll, glaube ich, 1,8 Promille simulieren. Warte, wir können ja mal was ausprobieren. Eier triggern dich ja normalerweise, ne? Ja. Siehst du die? Ich würde mal interessieren, ob Giese da es schafft, die Eier anzufangen. Ob du es überhaupt schaffst, die... Ja, das ist halt weiter weg, als man denkt. Oh, damn, wie geil, Alter. Und? Hops genommen, Tim. Okay. Wir wünschen euch auf jeden Fall sehr viel Spaß bei dem Video. Der Versuch ist jetzt irgendwie ein bisschen nach hinten losgegangen. Nein. Na. Das ist so lustig. Okay, auf jeden Fall wünsche ich euch sehr viel Spaß bei dem Video. Wo sollen wir anfangen? Mit dem Fahrradfahren? Mit dem Parcours laufen? Sind noch eigentlich noch Eier übrig für den Eierlauf? Ja, eins ist noch halb... Also womit sollen wir anfangen? Wir haben einmal Fahrradfahren. Wir haben Jenga. Fahrradfahren, wenig Fleisch. Vor allem Jägermeister. Ja, er sagt es. Fahrradfahren vorbereitet, Eierlauf. Digga, das ist so eine dumme Idee, Alter. Er wird sich ja verletzen, oder? Er wird sich ja safe verletzen. Also Fahrradfahren stelle ich mit der Brille sehr schwierig vor. Okay, auf jeden Fall wünsche ich euch sehr viel Spaß bei dem Video und sehen uns gleich bei der ersten Disziplin wieder. Und zwar genau zwei sind noch da. Also wir können sogar gleich weitermachen. Ich habe schon den Löffel und so. Wie stehen Sie allgemein so zum Thema Alkohol? Schlecht. Hast du Schiss? Ja. Hier ist der Startpunkt. Dann läuft man hier so Slalom um diese Blöcke rum. Du guckst komplett in die falsche Richtung. Ich versuche die zu ertasten. Komm hin. Ah, okay. Du stehst viel zu weit rechts. Hier liegen zwei, ne? Da liegt nur ein. Digga. Das wird ja. Genau, da ist der Startpunkt. Fuck, ist der lost, Alter. Ich habe ja ihn schon mal besoffen gesehen. Aber das ist ja was ganz anderes hier. Ungefähr. Okay. Guck mal, du läufst dann hier mit dem Eislalom rum. Das ist doch verwirrend, weil die Augen halt nicht mitmachen. Also die Augen sind besoffen, aber das Gehirn nicht. Wisst ihr, was ich meine? Also mit der Brille sieht es aus. Bisschen schwierig zu erklären. Stück liegen. Soll ich da... Das sind... Wie viele liegen da? Warte, nimm mal kurz den Löffel. Hier. Danke dafür, Bro. Nein! Das hast du jetzt nicht gemacht. Ha! Doch. Sorry, da ist leider der Löffel im Pool gelandet. Ja. Hier ist ein neuer Löffel. Danke dir. Und hier ist das Ei. Nein, jetzt werft ihr nicht schon wieder in den Pool. Hör auf, Bro. Ich halt ganz still. Okay, so. Eierlauf mit Tourette. Also generell schon schwierig, oder? 3, 1, go. Und jetzt? Ja. Der ganze Boden bewegt sich mit.
Das ist so ein Brainfuck, dieses Ding, wirklich. Das ist richtig wild. Alter, hätte man noch nervigere Musik wählen können? Bro, der bricht sich ja alles, der Arme. Stark. Ey, das war doch voll gut eigentlich. Ja. Willst, ja gut, dann film du das. Boah, nein! Ey, mach ihn. Komm her, du Arschmaus. Ja, ich seh nix. Scheiße, Alter, Digga. Albtraum, Albtraum. Ich muss erst mal schaffen, zu dir zu kommen, ohne in den Pool reinzufallen. Kannst du mich denn sehen? Okay, genau, da fängst du gleich an. Kannst du die Balken auf der Erde sehen? Du blöder Wichser! Ob du die Balken siehst, hat er dich gefragt. Warum sind das drei? Das sind drei? Bei mir waren es vier, aber es sind in Wirklichkeit zwei. 3, 2, 1. Perfekt, Bro. Einfach nur perfekt. Okay, warte. Das habe ich besser gemacht. Du bist auch trainierter als ich. Digga, ist der lost, Alter. Bro! Ei, Alter. Ei, genau. Du hast ein Ei auf der Hand. Vollkommen richtig erkannt. Boah, diese Mucke ist so nervig. Ja. Ich will mir die Ohren ausstechen. Ja. Du machst das, ja. Okay. Ihr kriegt's aber tatsächlich schon hin. Ah, okay, Bro, danke. Okay, sollen wir Fahrradfahren machen? Ja. Welches? Komm, Fahrradfahren, let's go. Quentin ist ja allergisch dagegen, ne? Wer will's noch mehr? Gib mir das Ei, das ist nicht gut für dich. So, jetzt bin ich gespannt. Wenn hier ein Auto entlang fährt, haltet einfach das Auto auf. Das ist einfacher, als mich aufzuhalten. Digga, der tut sich doch safe weh, oder? Wie ist es so? Boah, als ob ich gerade den Mount Everest hochfahre. Warum? Erstmal Schaden hier in den BMW rein. Pass auf das Auto! Du fährst auf jeden Fall relativ gerade. Hey, das geht da voll gut! Also, was lernen wir daraus? Man kann besoffen immer mit dem Fahrrad fahren. Perfekt, oder? Super Learning. Hä? Du Arschloch. Und er kann trotzdem noch beleidigen. Schön. Ich hätte es viel schwieriger vorgestellt. Ja, ich wäre ehrlich gesagt auch. Ey, ich glaube, ich werde so auf die Fresse fliegen. Ne? Mhm. Wie hast du es überhaupt geschafft, dich da drauf zu setzen? Zuerst das rechte Bein und dann das andere Bein. Dankeschön. Ja, so setzt man sich auf dem Fahrrad drauf. Bro, warte mal. Dankeschön. Ja, so setzt man sich auf dem Fahrrad drauf. Ja, das geht. Führerschein nicht. Ist nur dann weg, wenn man erwischt wird. Na. Oh, Bro, Digga. Come on, Digga, come on. Fett Arsch voraus! Was ist denn mit dem, Junge? Volle Kraft voraus! Das klappt nicht. Gott, Justin, ich kann besser Auto fahren, wenn ich voll bin. Nimm das zurück, ich hoffe, du machst das nicht wirklich. Falls doch, bist du ein Wichser. Hm, hm, hm. Also irgendwie, ich weiß nicht, wie du das so einfach hingekriegt hast. Aber man hat das Vielleicht, Gefühl, man fährt weil er einfach immer besoffen runter. Fährt. Wer macht den Aufschlag? Kann ich versuchen, dass ich das mache. Okay. Darkpol. Okay, aber ey, der Aufschlag war nicht Ich konnte das nicht machen, bleibe bei dir. Darkpol, dankeschön für dein Resub, Bro. 54 Monate. Dankeschön, Ehrenmann, Bruder. Einer meiner längsten Subs, Ehrenmann, Darkpol 93. Danke, Bruder. Okay, Alter, Junge. Jetzt. Den werde ich jetzt treffen, pass auf. Ansonsten versuch's mal einfach kurz ohne Brille, ob du das überhaupt hinbekommst. Oh, und hops. 2, 3. Geile Idee, dass er sich mit der Brille noch drehen soll. 8, 9, 10. Ich, wenn ich Fußball spiele. Junge. Dieser andere Lionel Messi. Imagine, Monte schreit, ich hab Messi gezogen, danach dieser perfektes Meme. Eigentlich müsste ich es schneiden. 10 und schießen, schießen, schießen. Ah. Ja! Was war das? Ein Ei. Wichse. Zählt einer mit? 4, 5, 6, 7, schneller! 8, 9, 10. Ja, das galt auch als Schuss, war aber leider die falsche Richtung. Digga, ist das behindert? Was macht ihr denn da? Junge, Junge, Junge. Warum?
Das ist auch die falsche Richtung. Weil man seinen Arsch gesehen hat? Mhm, okay. Ah ja. Dung. Nice Tracking, Bro. Was für ein Opfer. Was für ein dummes Opfer. Was? Ich würde sagen, auch diesen Matchstreit hast du gut gewonnen. Danke. Wenn wir ein Fahrradwettrennen machen müssen eigentlich. Sicher. Leute, ich hoffe auf jeden Fall, dass euch dieses Video gefallen hat. Das war mal ein etwas anderes Video. Das hat ja meist Spaß gemacht. Fahrradfahren. Fahrradfahren, wenig Fleisch und vor allem. Ich hätte mir eigentlich gewünscht, dass sie noch in den Pool fallen, aber okay. Nice Videos, Jungs. Sehr, sehr cool. Hat mir gefallen. Ging mir doch ganz gut rein. Das habt ihr lustig und schön gemacht. Ich habe gekichert und gelacht. Wir hatten alle eine gute Zeit. Haha, wurde auch gekichert. Sehr schön, Leute. Es ist absolut geil gewesen. Das freut uns doch alles sehr.